auch eine Vernissage wird eröffnet, Frauenkunst. Wie gesagt, der Rosa-Jochmann-Preis wurde von einer burgenländischen Künstlerin gestaltet. Burgenländische Künstlerinnen zu fördern, das liegt auch Landesrätin Verena Kunst sehr am Herzen. Zweimal im Jahr finden auch Vernissagen hier im Landhaus mit burgenländischen Künstlerinnen statt. Heute ist es die Vernissage von Bianca Maria Sammer, die Künstlerin ist heute auch da. Und ich darf nur ganz kurz nochmal Landesrätin Verena Kunst bitten, diese Ausstellung auch zu eröffnen. Herr herzlichen Dank, Frau Bauer, meine Damen und Herren. Wie Sie vorher schon gehört haben, versuche ich seit nicht nur 12 Jahren in meiner Regierungsarbeit, sondern auch schon vorher viele Jahre, insgesamt sind schon Jahrzehnte, Überlegungen anzustellen, wie ich die Frauen im Burgenland unterstützen kann. Gott sei Dank habe ich viele Mitstreiter, allen voran Landeshauptmann Hans Nieser gefunden, der mich in diesen Bemühungen unterstützt. Und eins dieser Überlegungen habe ich schon vor 12 Jahren geredet. Als ich hier ins Haus kam, war die Überlegung, da gäbe es ja Binder für die Regierungsbüros, die könnte man von berühmten Künstlern oder von bestehenden Ausstellungen ins Haus bringen. Und ich habe gedacht, das ist ein Moment, wo ich auch wieder Damen unterstützen kann und habe bereits vor 12 Jahren mein Regierungsbüro umgewandelt, sozusagen zweimal 4 Wochen im Jahr, zu einem Kunstraum, zum Frauenkunstraum. Ich kann damit in Absprache mit dem Kulturlandesrat Helmut Bieler immer wieder die Möglichkeit geben, Künstlerinnen, die sich schon einen Namen gemacht haben, aber auch Künstlerinnen, die fast noch nicht bekannt sind, eine Chance zu geben. Heuer wird also zum zweiten Mal mein Regierungsbüro in einen Frauenkunstraum umgewandelt und es ist schön, dass ich heute wie alle Jahre diesen Festtag auch verbinden kann mit einer Eröffnung einer Ausstellung. Heute haben wir sehr viele starke Frauenpersönlichkeiten hier vorne erlebt und ich habe klar gesagt, jede ist eine Preisträgerin und jede, wie tausende Frauen in diesem Land, steht für ihre Arbeit, für ihren Einsatz, für ihren Ehrenamt. Heute wird bei dieser Ausstellung, wozu ich Sie dann herzlich einlade, auch sozusagen durch den Vorraum und durch das Büro meiner Wenigkeit zu gehen, eine Künstlerin die Möglichkeit haben, der das Leben vieles andere verwehrt hat. Neben all diesen starken Persönlichkeiten in diesem Hause und in diesem Lande haben Frauen manchmal sehr große Hürden, die sie überwinden müssen. Die Künstlerin, die hier unter uns sitzt, hat wohl in ihrem Leben nicht immer das Große losgezogen, aber sie hat es gezogen, letztendlich durch ihren Fleiß, durch ihren Einsatz, durch ihren Überlebenswillen und der hat sie stark gemacht. Ich freue mich daher, heute die Künstlerin Bianca Maria Sammer vorzustellen. Ich habe sie kennengelernt bei einer anderen Ausstellungseröffnung und ich sage Ihnen, mit großem Respekt und mit einer riesen Wertschätzung habe ich die damalige Ausstellung verlassen und ich wusste, dass es für mich eigentlich Auftrag und Aufgabe ist, ihr einen großen Rahmen hier heute und für die nächsten Wochen in der Landesregierung Platz zu schaffen. Frau Bianca Maria Sammer ist aus Jennersdorf, sie lebt nach wie vor da, aber leider muss sie viel Zeit auch im Krankenhaus Oberwart verbringen. Sie sitzt nicht da, weil sie sagt, ich möchte nicht vielleicht lieber stehen, aber leider findet sie durch ihre frühe MS-Erkrankung nicht immer die Kraft, da mittendrin unter uns zu stehen. Sehr früh hat sie also überlegt und eine Möglichkeit gefunden, Aktivitäten gegen ihren ständigen Schmerz für sich selber zu finden. Sie hat sie gefunden. Und sie gehört zu jenen, die Malen als Therapie gegen ihre Krankheit nutzen. Ich habe sie kennengelernt als Läuferin und ich habe es nicht für möglich gehalten, dass jemand, der an MS erkrankt ist, laufen geht. Täglich. Egal bei welchem Wetter und je nach Tagesverfassung. Sie können sich vorstellen, und ich lade Sie, wie gesagt, ein,
sich mit Beata Sam und ihren Werken auseinanderzusetzen, denn diese Werke sind besonders. Sie kommen an als eine Bewältigung des Schmerzes, sie rühren natürlich uns als Beobachter, wenn man sieht, dass die Dame kämpft gegen eine unglaublich starke Krankheit, von der sie sich aber nicht niederkämpfen lässt. Frau Bianca Ibi Sammer, wenn ich Sie so bezeichnen darf, das habe ich damals mitgekriegt, malt also mit Acryl auf Leinwand, Öl auf Leinwand, Aquarell auch Bleistiftzeichnungen. Viele, meistens Selbstporträts, verbunden mit Motiven aus der Natur, weil sie mit der Natur im Einklang versucht, ihr Leben zu gestalten. Ein Großteil davon steht mit Trauer, Schmerz und aber auch mit Leben und Überleben. Aber die Krankheit hat trotzdem viel Raum, auch in ihrer Welt. Ja, Frau Sammer konnte nicht, wie das merkt man auch oft in ihrer Selbstinterpretation und ihren Selbstporträts, das nie tun, was andere und was sie auch gerne gemacht hätte, hinaus in die Welt. Schon als 18-Jährige hätte sie gerne ein Studium gemacht, nach Graz oder Wien gegangen. Das war nicht möglich. Aber sie hat es geschafft, sich eine eigene Welt zu schaffen. Und diese Welt bringt sie hinaus. In ihre, aber auch in die Welt anderer. Wir neigen wirklich unseren Kopf vor Ihnen. Wir verneigen uns mit großem Respekt und ich habe Ihnen das damals schon gesagt. Sie sind eine ganz starke, eine ganz besondere Frau. Und wir gratulieren zu ihrem Lebenswillen, aber auch zur Therapie, die sie mit Malen und Laufen gefunden haben. Alles Gute, kämpfen Sie weiter, die Welt braucht Sie noch lange und halbwegs unter Anführungszeichen gesund, nämlich stark genug für diese Welt. Alles Gute, ich freue mich, das ist eine besondere Freude, dass Sie in den nächsten Wochen bei uns hier mit Ihren Werten da sein werden. Also wenn Sie tatsächlich da werden. Alles Gute, ein herzliches Willkommen. Denen ich nicht mit klarer Überlegung begegnen konnte. Aber ich wusste, ich muss und ich will diese Frau mit diesen Arbeiten ausstellen. Es kam dann zu dieser Ausstellung bei mir im Künstlerdorf in Neumarkt an der Raab, in der Galerie, und dort durfte ich die Erfahrung machen, dass ich mit meinen Empfindungen nicht allein war. So viele Menschen waren gekommen und standen mit vor Bewunderung offenem Mund vor Biancas Bildern. Renommierte Journalisten wandten sich hilfesuchend an mich. So etwas wie diese Bilder hätten sie noch nie gesehen. Ihnen fehlen die Worte. Sie wissen nicht, wie sie sich diesen Werken nähern sollen. Diese Ausstellung war sicher die ausdrucksstärkste, berührendste und gleichzeitig auch beklemmendste Präsentation in Neumarkt je erlebt habe. Wie wir bereits gehört haben, erhielt Bianca in den frühen Jugendjahren die niederschmetternde Diagnose Multiple Sklerose. Sie brach ihre schulische Laufbahn ab. Überdurchschnittlich begabt, begann sie sich mit sich selbst zu beschäftigen, zu musizieren, zu malen, ihrem Schmerz Ausdruck zu verleihen.
ihren gebeinigten Körper und ihre leidende Seele darzustellen, geritzt, blutend, verzweifelnd, ohnmächtig, immer wieder nur sich selbst, manchmal in beginnender Mumifizierung, dazu Totenvögel, Blumen und Schmetterlinge. Wer diese Bilder, die weit mehr als Fotorealismus sind, sieht, wird sie nicht vergessen können. Es ist ganz einfach beängstigend, wenn wir sehen, dass jemand seine Seele schonungslos offenlegt. Wenn Don Quixote gegen Windmühlen kämpft, sich also gegen eine unbesiegbare Macht stellt, so sind wir von seinem Mut beeindruckt. Auch Bianca kämpft gegen eine unbezwingbare Macht, gegen ihre Krankheit. Doch hier gesellen sich neben die Bewunderung unsere ureigenen Ängste. Denn es handelt sich hier nicht um eine Metapher. Diese Frau steht oder sitzt mitten unter uns. Sie stellt sich dem Kampf, der hier dargestellt wird, jeden Tag aufs Neue. Und das lässt uns frösteln. So sehr wir auch den Wunsch verspüren, Bianca beschützen zu wollen, so ahnen wir doch, dass diese Frau viel stärker ist, als wir es wahrhaben können. Dass es eigentlich wir sind, die ihren Schutz benötigten. Das lässt uns erst recht frösteln. Klein und demütig stehen wir vor ihren Bildern und damit auch ihrem Kampf gegenüber. Auch Rosa Jochmann, deren Preis heute vergeben wurde, war eine solch unglaublich starke Frau. Die Unrechtsregime des 20. Jahrhunderts brachten ihr Kerker und Konzentrationslager. Doch sie war nicht zu brechen. Selbst monatelange Dunkelhaft im KZ Ravensbrück konnten ihren Widerstand nicht brechen. Bianca Maria Sama ist eine Seelenverwandte. Ihr Kerker ist ihr eigener Körper. Doch auch ihr Widerstand ist nicht zu brechen. Sie bleibt die Herrin ihres Schicksals. Was für eine Frau. Danke, Bianca. Ich hoffe, Sie sind jetzt neugierig geworden. Es zahlt sich wirklich aus, einfach dann den Gang entlang zum Frauenkunstraum hingehen, die Bilder anschauen, die Bilder wirken lassen. Meine Damen und Herren, der offizielle Festakt geht damit zu Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gratuliere auch allen Damen heute für Ihre Nominierungen, für Ihr Engagement und möchte mich auch bei der Musik ganz herzlich bedanken, bei der Militärmusik mit Kapellmeister Mirtl. Dankeschön für diese festliche Umrahmung dieses Festaktes.